Wir diskutieren es gleich noch und wollen unbedingt Klaus Kalbern zu Wort kommen lassen. Intendant des Berliner Ensembles, großer Theaterregisseur und ein großer Denker. Herr Palmann, mal den Satz von Lenin noch mal in Erinnerung gerufen, dass Kommunismus bedeutet, dass es eine Rätemacht gibt und die Elektrifizierung des gesamten Landes. Mit den Lampen scheint es irgendwie ganz gut geklappt zu haben. Hier ist hell genug. Wozu brauchen wir den Kommunismus eigentlich? Also Brecht sagt, der Kommunismus ist das Einfache, was schwer zu machen ist. Mhm. Wenn wir uns vielleicht mal auf solche Sätze wieder besinnen, statt solche fürchterlichen Äußerungen uns anhören zu müssen. Der Traum einer gerechteren Welt, die es ja nicht gibt. Also wenn ich so etwas höre, dann gehen Sie doch bitte in Pension. Den Traum, den man nicht durch den Kommunismus realisieren kann. Wenn Sie eine Kunde ausreden lassen würden, dann würden Sie vielleicht was dazu lernen. Aber dass ein solcher Satz hier fallen kann und dass hier praktisch Sie zitieren aus dem Lob des Kommunismus. Jetzt hatten Sie mal kurze Zeit im Mund oder nicht? Ja. Bitte. Ja, das geht ja einfach nicht. Ich bin nicht an Ihrem Theater verpflichtet. Nee. Ja, gut. Also. Aber muss ich mir das gefallen lassen, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, bis jetzt warten wir erstmal auf Ihren Gedanken. Na gut, das ist mir alles gefallen, dann werden Sie sich auch gleich wundern. Mhm. Also, erstmal finde ich es, also ich sage mal, Picasso, Brecht, Nono, alles Kommunisten, waren also alles Idioten. Nein, waren also gar nichts. Ja? So, Sprung. Dem Christentum wirft ja auch heute keiner vor, dass Millionen hingerichtet worden sind, ermordet worden sind. Niemand spricht von den Hexen-KZs der katholischen Kirche, von den KZs der Inquisition. Und trotzdem ist der Glaube der Nächstenliebe eine große europäische Errungenschaft. Das heißt, sie ist nicht beschädigt worden von diesen Gräueltaten der Vergangenheit. Das muss ja auch mal gesagt werden. So ist auch der Gedanke, Gerechtigkeit für alle gleich, gleiche Gerechtigkeit, der Kerngedanke des Kommunismus. Der ist auch nicht kaputt gemacht worden durch Stalin, durch Mao und durch diesen Spießbürgersozialismus, den Sie ja viel besser kennen als ich in der DDR. Das hat ja mit Kommunismus sowieso gar nichts zu tun. Das ist ein Spießbürger-Dreck gewesen. Der Gedanke, ich möchte noch einen dritten Sprung dazu bringen. Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, in der Utopien und die Veränderung der Welt und die Sehnsucht danach in den Mittelpunkt der menschlichen Ängste gerät. Gehen Sie nach Frankreich, lesen Sie das Buch von Stefan Heldner. Das empört euch. Das ist eine Art Manifest zum Aufruhr. Und schauen Sie um sich. Hungerkriege in Tunesien, Generalstreik in Griechenland. 50.000 sind in Stuttgart auf der Straße. Es brodelt. Und es wird zurückkommen. Insofern ist die Diskussion sehr gut. Und diese Schlagtoddiskussion mit dem Begriff zu operieren, ohne nach dem Inhalt zu fragen, ist vollständig unzulässig. Das sagt möchte ich Klaus Palmann, wir geben. Es ist eigentlich pervers, wenn man sich feststellt, dass die Sehnsüchte der Menschen, und die bedienen Sie hier beide, die Sehnsüchte der Menschen nach Freiheit, vielleicht auch nach Gleichheit, nach sozialer Gerechtigkeit, dass die so brutal missbraucht werden, und es war in der Geschichte immer wieder der Fall, brutal missbraucht werden von einem Kommunismus, um dann ein menschenverachtendes Zwangssystem einzuführen und die Leute zu gängeln. Das ist die große Sauerei an dieser Stelle. Und Sie bedienen genau diese Position. Es ist eigentlich pervers, wenn man sich feststellt, dass die Sehnsüchte der Menschen, die bedienen sich hierbei, die Sehnsüchte der Menschen nach Freiheit, vielleicht auch nach Gleichheit, nach sozialer Gerechtigkeit, dass die so brutal missbraucht werden, und es war in der Geschichte immer wieder der Fall, brutal missbraucht werden von einem Kommunismus, um dann ein menschenverachtendes Zwangssystem einzuführen und die Leute zu gängeln. Das ist die große Sauerei an dieser Stelle. Und sie bedienen genau diese. Okay, wir fragen gleich Frau Lötsch noch einmal Herrn Palmann. Herr Palmann, jetzt kommt Ihre Frage. Rosa Luxemburg, also hier fängt die Sendung immer erst mit einer Frage an. Rosa Luxemburg sagte tatsächlich, dass immer mehr sozialistische Politik hineingepresst werden soll in das bestehende System. Wie viel, glauben Sie, lässt sich an sozialistischer Politik in das Grundgesetz hineinpressen? Die Luxemburg hat das ja in einem historischen Moment gesagt, haben einer ganz anderen Voraussetzung. Wir denken ja gar nicht historisch. Wir hauen mit dem Schlagwort Kommunismus ja alles flach. Und wir hauen doch die Luxemburg bei der Gelegenheit mit flach. Sie müssen das wirklich auch mal aus einer historischen Situation begreifen. Aber das schweift jetzt ab. Ich finde einerseits,
Das ist ein bisschen auch jetzt etwas lächerlich und habe fast Mitgefühl mit ihr, dass die Linke jetzt so aufgeblasen wird zu einer dämonischen Gefahr für alles. Ich sehe die Gefahr vollständig woanders. Was ist die Gefahr? Die Gefahr ist die Inflation. Die Gefahr ist die Armutsgrenze, das wird ausgeweitet. Es ist mehr Geld als je zuvor in den Händen von immer wenigeren Leuten. Wir leben in einem Dioxinschrecken. Wir haben die Rinderpest hinter uns. Wer ist denn dafür verantwortlich? Nicht die Linke und vielleicht die paar Kommunisten, die da nach rumlaufen. Nein. Wobei nein, es ist doch die Gefahr, überwacht werden müsste doch was ganz anderes. Überwacht werden müssten die Politiker, die das zulassen. Verdammt nochmal, dass wir uns nicht mehr trauen, etwas zu kaufen. Dass ich kein Frühstücksei mehr esse, dass ich kein Hähnchen mehr esse. Die Leute müssen doch zur Verantwortung und die lassen sich durchgehend erpressen. Das ist das Problem. Das wird hier vollständig eliminiert für einen Begriffsteufel, um Gottes Willen. Dieser Kasperlverein von den Linken ist ja auch nicht so ernst zu nehmen. Das wäre schön. Ja, nein. Das wäre ja gut. Sie bringen ein bisschen Vergnügen in die Bude. Der liebe Gysi, der ja mal als ein scharfsinniger Utopist aufgetreten ist, sieht ja inzwischen auch ein bisschen aus wie ein abgewrackter Fernsehmoderator. Ja, und da sieht man die Beschädigungen, die Politik macht. Das sieht man ja auch an Ihnen. Da lachen Sie nur. Sie lachen alleine. Sie lachen ganz alleine. Das ist ein absurdes Theater, Herr Peimann. Sie sind aber nicht am BE. Wir sind bei der Frage geblieben.